Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Nun zu dem zweiten Teil unserer Aufgaben. Wir sollen die Nullstellen davon bestimmen. Naja, setzen wir also 0. Nun drehen wir das Problem. Mit Satz von Lyrella komme ich da jetzt nicht unbedingt weiter. Ich könnte jetzt die PQ-Formel benutzen, indem ich alles durch 3 teile, oder die ABC-Formel. Nun, im anderen Video habe ich die PQ-Formel schon mal verwendet, also zeige ich euch jetzt hier die ABC-Formel. X1, 2 ist gleich minus b. B ist bei uns minus 3, also minus mal minus, gibt einfach plus 3. Plus minus die Wurzel von b Quadrat, 9. Minus 4 mal ac. A ist 3, c ist minus 6 mal 4, also sind wir bei 72. 9 plus 72. Und das Ganze durch 2a. A ist 3, also durch 6. Plus 72 ist 81. Die Wurzel von 81 ist genau 9. Also haben wir 3 plus minus 9 durch 6. X1, 3 plus 9 gibt 12. Durch 6 gibt 2. Und x2, 3 minus 9 gibt minus 6, durch 6 gibt minus 1. Also haben wir die Nullstellen 2, 0 und minus 1, 0. Schauen wir uns hier drüben diese Funktion f8 an. Wer das ausmultipliziert hat, hat festgestellt, wir haben hier eine höhere Ordnung als x2. Etwas anderes, das könnten wir eigentlich so noch gar nicht lösen. Aber wir haben Glück, wir wissen ja, ein Produkt wird nur dann 0, wenn einer der Faktoren 0 wird. Das heißt, wenn das hier 0 wird oder das hier 0 wird. Also entweder x² minus 9 gleich 0 oder x² plus x minus 20 gleich 0. Nun, da fangen wir hier oben mal an. X² minus 9 gleich 0. Das seht ihr, machen wir einfach plus 9, da steht hier x² ist gleich 9. Na, davon die Wurzel, also x1, 2 ist gleich plus oder minus 3. Wir haben also schon zwei Nullstellen gefunden. Wir sind aber noch nicht fertig, weil es könnte auch sein, dass das hier 0 wird. Schauen wir uns das hier mal an. X2 plus x minus 20, das riecht wieder nach Vierta. Wir brauchen also zwei Nullstellen, die vom Betrag her nur Differenz von 1 haben, aber auch Teiler sind von 20. Da bieten sich die 5 und die 4 an. Wir haben minus 20, also muss eines der beiden Vorzeichen negativ sein, eins muss positiv vorkommen. Überprüfen wir das mal. Wir haben, also sagen wir mal, minus 4 mal 5. Dann hätten wir minus 4 plus 5 auszurechnen für p. Das wäre dann plus 1. Negatives gibt p, wäre es minus 1. Das ist natürlich falsch, wir haben nicht plus x. Also nehmen wir das genau umgekehrt, also x minus 5 und x2 gleich 4. Gibt multipliziert, 20 minus 20 funktioniert. 4 mal minus 5 gibt minus 1. 4 plus minus 5 gibt minus 1. Mal minus gibt plus, also genau unser p. Somit haben wir eigentlich nicht hier, das ist eine dritte Nullstelle und das hier die vierte Nullstelle, weil die ersten zwei haben wir oben schon bestimmt. Wir haben jetzt also in dem Fall tatsächlich vier Nullstellen. Einmal 3, 0, minus 3, 0, minus 5 und 0 und 4 und 0. Also wir haben mehr Nullstellen, als wir bis jetzt gewohnt sind, aber es ist ja auch keine quadratische Funktion, wenn wir das ausmultiplizieren, sondern es ist tatsächlich eine Funktion vierten Grades, also der höchste Term, der vorkommen würde, wäre x hoch 4. Somit müssen Sie sich nicht weiter stören. Auch hier drüben haben wir wieder einen Fall, den wir eigentlich nicht kennen. Wir haben x hoch 3 minus 4x, also eine Funktion dritten Grades, die wir 0 setzen wollen. Aber wir können hier auch wieder einen Trick anwenden. Und zwar, wir können hier x ausklammern, dann steht hier x mal x² minus 4 gleich 0. Und das ist auch wieder unser Satz vom Nullprodukt. Wir können also hier sagen, entweder x1 ist 0 oder x² minus 4 ist 0. Das ist das gleiche wie x² gleich 4. Wir ziehen da vorne die Wurzel, also x2 und 3 wären plus oder minus Wurzel von 4, also
2. Also wir haben auch hier wieder 3 Nullstellen. 0, 0, 2, 0 und minus 2 und 0.